Das Vivi-Community zum Oktober ist draußen und wir haben auf jeden Fall super viele spannende Infos mit dabei, sei es MCP, UUP und so viel mehr. Also wenn du das auf jeden Fall verpasst, ja, dann weiß ich leider auch nicht weiter. Außerdem haben wir die nächste Jobankündigung von Disney und wir schauen uns auf jeden Fall ein kleines witziges Feature an, was die Puppe von Chucky betrifft. Das und sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin's, dein Captain, dein Vivi-OG mit den wichtigsten Vivi-News, die du da draußen wissen solltest. Und wir haben auf jeden Fall heute eine Menge News mit dabei. Wie gesagt, schon das AMA, wir haben aber noch so viel mehr Infos. Deswegen bleib unbedingt heute wirklich bis zum Ende des Videos mit dabei, denn auch am Ende gibt es auf jeden Fall noch ein paar sehr interessante Fakten. Jetzt würde ich aber sagen, schnacken wir gar nicht lange rum und starten direkt rein in das ganze Video. Starten tun wir, wie schon eben angekündigt, hier mit einem ganz kurzen Feature, was nämlich die Chucky-Puppe betrifft. Und zwar ist es nämlich möglich, hier auch diesen Kasten bei der Puppe zu entfernen. Wir haben ja hier bei diesem Bild ja diesen wirklich sehr unschönen Kasten. Wenn man aber drauf tippt, ja, dann verschwindet das Ganze. Ist, finde ich, ganz cool und gibt dem ganzen Collectible auf jeden Fall nochmal eine sehr schöne Note. Denn so kann man das Collectible auch, finde ich, deutlich besser in irgendwelche anderen Dinge im Showroom und so weiter einbinden. Außerdem haben wir den nächsten Collectible-Drop angekündigt bekommen, und zwar nämlich für den Montag, dem 31. Oktober um 21 Uhr deutscher Zeit. Und hier sehen wir nämlich zu Hokus Pokus, der Serie auf Disney Plus, auch ein entsprechendes Bild. Und wir werden hier insgesamt 4 Collectibles sehen und das Ganze wird natürlich wie immer im Blindbox-Format droppen. Hier haben wir zum Beispiel schon mal ein Bild, was wir sehen werden, und muss ich tatsächlich sagen, finde ich ziemlich cool, dass auf jeden Fall hier das momentan wirklich einen sehr großen Fokus hat auf Halloween. Gibt dem Ganzen auf jeden Fall nochmal eine sehr duftige Note, und ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt aber zu dem wirklich spannendsten Part des ganzen Videos. Das Community-Update zum Oktober 2022 ist am Start und wir haben auf jeden Fall super interessante News, wie zum Beispiel unter anderem, dass Vivi dabei ist, seine Devs, also seine Developer, also die Programmierer, immer weiter aufstockt. Das heißt, wir sehen auf jeden Fall auch ein Wachstum des Personals in einem Bärenmarkt, was eigentlich, ja, eigentlich antizyklisch ist. Denn sehr viele Unternehmen, die müssen eigentlich momentan tatsächlich Stellen abbauen, weil sie es einfach nicht mehr finanziert bekommen. Aber bei Vivi ist das ganz andersrum, denn dort kommen eher Leute noch dazu. Wir haben jetzt aber zum Beispiel auch einen Rückgang gesehen, und zwar nämlich der Noah Sanchez, nämlich der Social Community Manager, wird nämlich Vivi verlassen. Aber nichtsdestotrotz kommen auf jeden Fall immer wieder neue Leute mit dazu. Also es kommen mehr, als dass Leute gehen, was meiner Meinung nach sehr positiv ist. Was die Metadaten betrifft, wird es wahrscheinlich Ende November dann soweit sein, dass wirklich alle Metadaten ausgerollt sind. Das heißt, wer auf jeden Fall sie dann für sich nutzen möchte, der kann das dann auf jeden Fall tun. Und das Ganze wird Ende November dann wahrscheinlich verfügbar sein mit insgesamt 5 nicht-KYC'den Accounts. Das heißt, du kannst dann die 5 nicht-KYC'den Accounts mit deinem KYC'den Account sozusagen verbinden und dann werden die Collectibles und die Gems transferiert. Mehr Infos wird es dann natürlich geben, sobald wir dort mehr wissen. Das heißt, wenn du das auf jeden Fall nicht verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall meinen Kanal, dann verpasst du auf jeden Fall diese Info nicht, wenn es verfügbar sein sollte. MCP steht außerdem auch in den Startlöchern. 90% des ganzen Programms sind schon mal fertig und stehen soweit. Und Dan hat außerdem gesagt, dass sie es versuchen und wirklich versuchen, vor Weihnachten fertig zu bekommen. Er hält es für sehr realistisch, dass sie es auf jeden Fall hinbekommen sollten. Also wir können auf jeden Fall noch dieses Jahr 2022 MCP erwarten, was meiner Meinung nach schon ziemlich cool ist. Und ansonsten nur ein kleiner Reminder auf jeden Fall euch da draußen. Ihr sammelt die ganze Zeit im Hintergrund auch noch MCP-Punkte weiter. Das heißt, egal welche Tätigkeit ihr macht, ihr bekommt weiterhin MCP-Punkte. Die werden euch angerechnet. Wenn dann MCP rauskommt, dann seht ihr die auch alle. Zur Search Bar, also der Suchleiste, gibt es außerdem auch ein kleines Update. Dort wird es wahrscheinlich dann Ende des Jahres soweit sein, dass wir die ein bisschen besser haben und auch einfach deutlich besser nutzen können, mehr Funktionen haben und so weiter und so fort. UUP war aber natürlich auch ein Thema und hier können wir auf jeden Fall wirklich feiern, denn UUP ist final fertig. Und das ist wirklich ein sehr, sehr großer und wichtiger Schritt, muss man einfach so sagen. Den Omikos hat es an dieser Stelle auch schon mal ein bisschen nach oben katapultiert, zu Recht meiner Meinung nach auch. Und wir werden in den nächsten Wochen, beziehungsweise in den nächsten 2 Wochen spätestens den Artikel bekommen und Phase 1 von UUP Release bekommen, was super positiv ist. Sobald es dort irgendwelche Details, News und so weiter gibt, werde ich dich natürlich auf dem Laufenden halten. Deswegen, wie gesagt, ne, nicht vergessen, den Channel zu abonnieren.
Crypto Pay-In wie auch Crypto Payout sind natürlich auch ein Thema gewesen. Crypto Pay-In wird wahrscheinlich noch im November kommen. Ich gehe mal davon aus, dass es relativ zeitnah dann mit UUP kommen wird. Und das Crypto Payout wird wahrscheinlich erst in den kommenden Monaten kommen. Ich gehe davon aus, dass wir hier einfach das Problem haben mit dem rechtlichen Aspekt, dass einfach mit Geldwäsche eine sehr hohe Gefahr besteht. Und da sich einfach Vivi absichern möchte, dass das wirklich 100% glatt läuft. Aber wir werden es auf jeden Fall bekommen, keine Sorge. Aber es wird einfach noch mal ein bisschen dauern. Wenn dir außerdem das Video bis zu genau dieser Stelle hier gefallen hat, dann gib dem ganzen Video auch sehr gerne ein Like und unterstütze meine Arbeit und teile das Video dadurch über den YouTube-Algorithmus noch mehr Leute, die das Video auf jeden Fall sehen sollten. Und jetzt würde ich sagen, geht's aber weiter mit dem Video. Wer sich außerdem fragt, ja, wann kommt denn endlich mit Smile das neue Jobsystem? Die Whitelist-Jobs werden sehr wahrscheinlich im Dezember kommen. Mit diesem Vivi-Logo-Job, das heißt, was wir dann die vier Buchstaben haben, in unterschiedlichen Farben natürlich, und dass das sozusagen dann auch ein Blindbox-Format ist. Also wir können auf jeden Fall dann im Dezember das neue Jobsystem sehr wahrscheinlich für auch alle Jobs erwarten, was meiner Meinung nach auch so langsam mal Zeit wird, aber soweit steht das Ganze anscheinend schon. Kommen wir außerdem nochmal ganz kurz auf die Metadaten zurück, denn dort ist es nämlich natürlich auch so, dass auch geburnte Collectibles in irgendeiner Weise ja markiert werden müssen. Das wird auf jeden Fall auch noch eingeführt, das wird in die Metadaten noch implementiert, dass man dann auch sieht, wie viele Collectibles zum Beispiel von dieser Art geburnt wurden und so weiter und so fort. Also dort wird es auf jeden Fall auch in Zukunft deutlich mehr Daten geben. Ich hatte es schon in meinen letzten Videos angesprochen, Apple hat ja zum Beispiel seine Terms of Use geändert. Hier hat Dan auf jeden Fall nochmal klar gesagt, dass es momentan keine Änderungen für uns Vivi-User gibt. Es sind zum Beispiel halt aber so Dinge betroffen wie das Redeemen von Codes, dass wir das tatsächlich aber nur noch mit der Web-App machen können, wissen wir ja schon. Also das ist ja sowieso komplett aus der App rausgeflogen. Das heißt, im Prinzip müssen wir auf Vivi definitiv durch diese Änderungen nichts befürchten. Außerdem muss man auch tatsächlich nochmal sagen, es wurde hier auch ein Clip eingeblendet von der Award-Übergabe von Neuseeland. Und was interessant ist, dass tatsächlich diese Kategorie, die sie hatten, ich blende das an dieser Stelle nochmal ganz kurz ein, tatsächlich eine extra Kategorie war für Vivi, die sie eingeführt haben. Muss man aber sagen, ist schon sehr, sehr interessant, wenn wirklich eine Jury eine extra Kategorie hier für ein Unternehmen einfach mal so erstellt. Das ist schon cool und zeigt auf jeden Fall, dass Vivi hier auch einiges an Ansehen hat und auf jeden Fall auch einiges anscheinend an Wachstum hingelegt hat. Zur Decon gab es außerdem auch einige Infos, die jetzt aber tatsächlich wahrscheinlich für die 99% hier uninteressant sind. Deswegen werde ich da nicht zu 100% drauf eingehen. Aber was wir auf jeden Fall rausgehört haben, ist, dass wir einen Jermaine Rogers wie auch Frank Kozik Job sehen werden. Was ich sehr cool finde, denn die beiden fehlen mir persönlich jedenfalls als Künstler auch momentan. Das heißt, wir können auf jeden Fall mit einer weiteren Level Season rechnen. Und was wir dann von Jermaine Rogers sehen werden, das werden wir dann sehen. Zum Viviverse gab es aber natürlich nochmal auch einige Details, denn dort wird ja auch die erste Version des Viviverse auf der Decon gezeigt. Ich werde das Ganze natürlich für euch da draußen live streamen. Das heißt, wenn ihr das auf jeden Fall nicht verpassen wollt, aktiviert auch die Glocke, denn so werdet ihr auch definitiv informiert, wenn zum Beispiel ein Livestream oder auch ein neues YouTube-Video rauskommt. Das Ganze wird dann wahrscheinlich am 19., also am Samstag dann sozusagen stattfinden, die Demo. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was wir dort erwarten können. David meinte aber tatsächlich, dass er es auch selber sehr, sehr gut fand. Und Dan hat auch nochmal gesagt, er hatte einen Post gemacht, wo er gefragt hat, was wir im Viviverse erwarten, was wir sehen wollen. Und auch in größten Teilen war anscheinend auch das implementiert, was dort geschrieben wurde. Das heißt, ein sehr gutes Zeichen auf jeden Fall, denn ich habe da wirklich ziemlich viele Sachen gesehen, die auch sehr, sehr gut waren und auch sehr sich gut angehört haben, die auf jeden Fall im Viviverse dann auch enthalten sein sollen. Und es scheint auf jeden Fall so zu sein und ich bin sehr gespannt, was wir da auf jeden Fall dann doch sehen werden in der Demo. Es wird natürlich auch eine Social Clips geben für euch da draußen von Vivi selbst. Aber wie gesagt, ich werde das Ganze auf jeden Fall live streamen bei mir. Bekommt ihr dann auch nochmal eine Live-Reaktion dazu. Es gab außerdem noch eine kleine News für die Vivi-Logo-Halter bzw. die, die noch keins haben. Denn es gibt eine gute Nachricht, Vivi hat natürlich noch Logos am Start. Diese werden aber nicht mehr wahrscheinlich auf den Decons normal verteilt, sondern du musst dann wirklich auch ziemlich viel machen. Es wird wahrscheinlich in Contests ausarten oder in irgendwelchen Challenges und so weiter und so fort, dass sie einfach versuchen, wirklich den Leuten, die sich auch richtig Mühe geben, auf jeden Fall auch dieses Vivi-Logo dann zu geben. Also seid auf jeden Fall gespannt, haltet die Ohren steif, denn dann könnt ihr vielleicht doch noch ein Vivi-Logo für euch bekommen. Aber David hat ja auf jeden Fall betont, sie wollen natürlich auch die Leute erreichen, die das ganze Logo auch halten und nicht direkt verkaufen für 4K und sich denken, hey, jetzt mache ich mir ein schönes Leben, sondern halt wirklich an das Projekt glauben und auch wirklich Sammler sind in dem Sinne.
Und für alle, die schon ein Vivi-Logo haben und zum Beispiel auf der Decon vertreten sind, für die ist es sehr, sehr cool, denn dort wird es unter anderem ein 1:1 Collectible geben für jeden Einzelnen mit seiner entsprechenden Mintnummer. Das heißt, ich habe zum Beispiel die 124, mit der kann ich dann sozusagen auch ein 1:1 Collectible bekommen mit der Mintnummer 124, was ich persönlich eine super coole Aktion finde und ich bin auch sehr gespannt, was ich bekommen werde. Ich werde aber natürlich euch, was das Ganze auf der Decon und so weiter angeht, hier auf dem Laufenden halten. Das war es jetzt mit dem AMA und ich würde sagen, wir schauen uns auf jeden Fall hier nochmal ganz kurz die Drop-Details an. Nämlich für die Villains Series Nummer 2. Das Ganze wird ja am 30. droppen, beziehungsweise ja morgen droppen. Das Ganze wird ja im Blindbox-Format stattfinden und wir haben hier auf jeden Fall die erste Rarität. Es werden auch wieder alle Raritäten hier mit Sound sein. Wir haben hier einmal die Kamen. Das Ganze wird einen Listenpreis von insgesamt 20 Gems haben pro Blindbox. Die Kamen wird außerdem eine Edition-Zahl von 7500 Stück haben und an dieser Stelle natürlich auch eine First Appearance sein. Anschließend haben wir dann auf jeden Fall hier den Captain Hook mit als Ankamen. Der wird natürlich nur 4500 Editions haben, eine First Appearance natürlich aber trotzdem sein. Anschließend haben wir dann hier die Evil Queen, die wird insgesamt 3500 Editions haben und eine Rare sein. Hier an dieser Stelle tatsächlich keine First Appearance. Ich persönlich weiß an dieser Stelle tatsächlich nicht warum. Schreibt mir mal gerne unten in die Kommentare warum. Vielleicht habe ich es auch an dieser Stelle jetzt wirklich übersehen. Ich werde ansonsten hier nochmal kurz einblenden, wieso, weshalb, warum ich jetzt hier gerade nichts sagen kann. Und als letztes haben wir dann natürlich hier auch noch die Ultra Rare. Das Ganze wird hier einmal Hades sein. Listenpreis natürlich 20 Gems. Editionzahl 2500 Stück und eine First Appearance sein. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, was hier auf jeden Fall das Ganze noch ergeben wird und wie auf jeden Fall der Drop laufen wird. Ich drücke dir da draußen auf jeden Fall die Däume. Ich drücke dir da draußen auf jeden Fall die Daumen, dass du auf jeden Fall ein gutes Collectible bekommst. Für mich persönlich wird das wahrscheinlich aber eher ein Skip werden. Außerdem veranstaltet Vivi einen Kostüm-Contest, wo außerdem ihr da draußen auch natürlich wieder Vivi Collectibles bekommen könnt. Und man kann sich zum Beispiel hier, wie so zum Beispiel sein Favorite Vivi Collectible oder Character zum Beispiel anziehen und das Ganze dann über den Hashtag Vivi Halloween einfach über Instagram oder Twitter teilen. Das Ganze wird dann einfach mit aufgenommen und es wird auf jeden Fall super interessant, was da für Leute auf jeden Fall ihre Sachen posten. Das Ganze wird, wie er schon hier schreibt, bis zum 31. Oktober gehen. Also dort endet dann das Voting. Gestern am 28. ist das Ganze gestartet und man kann natürlich hier auch noch seine Collectibles mit einbeziehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr da draußen. Und das war es jetzt auch an dieser Stelle mit diesem doch relativ langen Video verhältnismäßig. Wenn dir aber trotzdem das ganze Video gefallen hat, dann gib mir doch auf jeden Fall sehr gerne ein Like. Und ansonsten würde ich sagen, bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir da draußen fürs Zusehen. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch ein wunderschönes Restwochenende. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, dein Captain. Ciao, ciao.